zum Ende unseres diesjährigen Symposiums. Wie Sie gemerkt haben, das war jetzt tiefe Materie, die Ihnen entgegengebracht wurde. Da geht es wirklich darum, dass unsere Ernährung in der Zwischenzeit uns nicht mehr wirklich so versorgen kann, wie sie es sollte. Und auf die Art und Weise werden wir uns versuchen müssen, das selbst zu tun. Ein völlig anderes Thema wird jetzt Herr Peter Orzechowski Ihnen da bieten. Er ist Raum- und Zeitredakteur, schon seit vielen Jahren in der Redaktion, Autor verschiedener Bücher zu diesem Thema. Und er wird Ihnen ein wenig über den modernen Schamanismus erzählen. Und was er vielleicht unter der Hypnose versteht, wird er Ihnen vielleicht auch erzählen. Ich wünsche Ihnen viel spannenden Spaß bei seinen Ausführungen. Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, Schamanismus scheint zunächst eine Heilmethode zu sein, die ganz, ganz weit in der Vergangenheit liegt. Stimmt auch. Aber heute wird der Schamanismus entdeckt. Ich werde im Laufe des Vortrags Ihnen ein paar Beispiele nennen, wo jetzt schon Schamanismus in unseren Breiten, also wir sprechen jetzt hier nicht über irgendwelche Ayahuasca-Zeremonien und dergleichen, sondern wo wird hierzulande oder in Europa schon Schamanismus eingesetzt. Zunächst mal Heilmethode aus der Steinzeit sehen Sie hier. Und Sie sehen auch, was ich hier aufgeschrieben habe. Wundern Sie sich nicht, also es wird hier keine ganz schicke Multimedia-Show mit Filmen und irgendwas sein, sondern ich weiß von solchen Tagungen, dass Menschen auch gerne mitschreiben und das meiste, was ich sage, können Sie hier mitverfolgen und sich Notizen machen, wenn Sie denn wollen. Psychotherapeuten, Ärzte, Heilpraktiker immer mehr konzentrieren sich auf diese Heilmethode aus der Steinzeit. Und wenn wir uns aber jetzt mit Schamanismus beschäftigen, müssen wir uns erstmal die Frage stellen, natürlich, was ist denn das überhaupt? Zunächst mal, der Ausdruck Schamanismus kommt von einem Volksstamm aus Zentral- und Ostsibirien, den Evenken. Ist jetzt eigentlich nur so ein bisschen kulturhistorisches Wissen, ist gar nicht so entscheidend. Aber entscheidend ist, das Wort Schaman oder Schaman taucht zum ersten Mal in dieser Sprache auf und bezeichnet einen Menschen, der erhitzt und erregt ist und andere heilt. Jetzt werden Sie sagen, das klingt aber irgendwie ganz seltsam, jemand, der erhitzt ist und andere heilt. Und da müssen wir jetzt heranziehen den Kulturforscher Mircea Eliade, der sehr viel in dem Bereich geforscht hat, überhaupt über Anthropologie und Kulturgeschichte sehr viel geforscht hat. Und der spricht vom Schamanismus als einer Technik der Ekstase. Ich werde im Lauf des Vortrags noch genau erklären, wie diese Schamanen zu dieser Ekstase kommen und wie wir vielleicht auch in diese Ekstase kommen könnten. Der Schamane ist für Eliade der Spezialist einer Trance, in der seine Seele den Körper zu Himmel- und Unterweltfahrten verlässt. Das ist schon mal ganz wichtig, wenn Sie sich nur ganz kurz merken, die Fahrten in die Unterwelt und in den Himmel. Denn das sind zwei Richtungen, die wir im Schamanismus brauchen.